Montenegros Ex-Wirtschaftsminister Jakov Milatovic hat laut einer Hochrechnung die Stichwahl um das Präsidentenamt in dem Balkanstaat deutlich gewonnen. Demnach sicherte sich der 36-jährige Milatovic von der Bewegung Europa jetzt 60% der Stimmen und setzte sich damit gegen den 61-jährigen Amtsinhaber Milo Djukanovic durch. Das ist die Nacht, auf die wir seit mehr als 30 Jahren warten, auf das uns dieser Sieg Glück bringt. Ergebnisse sind Ergebnisse. Manchmal gewinnt man Wahlen und wir haben sie sehr lange gewonnen. Manchmal verliert man auch. Ich glaube, dass wir in diesem Wahlprozess Verantwortung für Montenegro gezeigt haben und ich bin mir sicher, dass wir das auch in Zukunft tun werden. Djukanovic hatte die politische Landschaft Montenegros in verschiedenen Ämtern seit Jahrzehnten dominiert. Seine Niederlage könnte einen Kurswechsel für das Balkanland bedeuten. Beide Politiker sind pro-westlich. Milatovic plädiert aber auch für enge Beziehungen zum Nachbarland Serbien.